Hallo Freunde und willkommen zurück zu Peer Solar and the Great Architects. Wir sind jetzt immer noch auf dem Weg hier, wohin auch immer. Diesen Berg hoch, den Dschungel haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir da heil den Berg hochkommen. Und wir holen uns nebenbei noch eben das Trühchen hier unten. Wir werden genau davor angegriffen. Oh Gott, jetzt müssen wir ja auch noch mit Affen und Yetis oder was auch immer das darstellen soll, kämpfen hier. Schmeißen die da gerade mit AA nach mir? Bin ja schockiert, bin ich ja. Oh, der haut aber ganz schön rein, da der Große. Na los, hau ihm die Avocado ums Fell. Der hält gut was aus, der große Dicke. Boah, 146. Yay! Grüne Chili. Wo muss ich lang? Geh mal da lang. Katze. Oh, das hört sich jetzt nach netter Musik an. Das ist es. Ist schon ewig her. Hoffentlich finden wir Krulla hier. Wir fragen beim Kloster. Hoffentlich ist er noch da. Ist er da noch immer so bekannt wie damals? Aber ist doch. Er ist doch kein Mönch, oder? Ja, Männer, die kichern. Was Alberneres gibt's hier wohl kaum. Krulla, ganz im Gegenteil. Okay, einmal schnell zwischenspeichern. Ups. Speichern erfolgreich. So, gucken wir uns erstmal hier im Dorf so ein bisschen um, bevor wir hier irgendwo hingehen. Vielleicht finden. Ah, siehst du? Ich sag's ja gerade. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Truhe, wo was Nettes drin ist. Ein Feuerzeug. Wofür brauchen wir jetzt ein Feuerzeug? Wo ist es? Was, bin ich das? Wo ist denn das Feuerzeug? Hä? Ach da. Mensch, bin ich blind. Oh, eine Waffe für Edesot. Unleashen. Also wunderbar. Haben wir gleich für kommende ABT haben wir gleich für kommende Gefechte ein bisschen vorgesorgt. Oh, da steht auch noch eine. Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, ich würde mal sagen, die steht dann da unten. Wer bist denn du? Achso, das ist einfach so ein Gegenstandshändler. Aber wir können ja bei der Gelegenheit. Ach. Mal eben schnell ein bisschen was verkaufen. Ich verkaufe mal das. Ich würde mal fast sagen, die hier sollte ich lieber bei irgendwem wirklich anlegen. Weil die letztendlich dann doch ganz gut ist. Schauen wir mal, bei wem sie am meisten bringt. Hm.
Also entweder er oder er. Ich leg so mal ihn hier an. Und die hier verkaufen wir dann mal. Ich drück immer zu schnell. Das Teil können wir auch verkaufen. Und schon mal wieder ein bisschen Kohle zusammen. Ist doch wunderbärstens. Warte mal, kann ich hier hinten rumgehen? Ja. So, was hast du zu erzählen? Okay. So, dann müssen wir wieder hoch. Woanders kommen wir jetzt hier nicht rein. Was hat uns der glatzköpfige Mönch hier zu erzählen? Auch nicht viel. So, hier sind wir hergekommen. Oh, wieder ein lauter Markt. Da steht die Truhe. Oh, die ist schwer zu sehen unter dem ollen Holz, unter dem ollen Holzbalken, ne? Oh. Wir sind Reisende aus Regia. Wir suchen einen alten Freund. Der hat für gewöhnlich mit einem der alten Meister des Klosters verkehrt. Regia, wie? Ein ganz schön weiter Weg, nur um zu plaudern, meint ihr nicht? Nein, es ist ewig her. Entschuldigt die Anmaßung meines Lehrlings. Heutzutage weiß man nie, wer sich warum nach wem erkundigt. Wir müssen um die Sicherheit des Dorfes besorgt sein, also gehen wir Fragen aus dem Weg. Bitte kommt und ruht euch aus. Ihr seid zu gütig, Meister, aber ich fürchte, dazu bleibt keine Zeit. Wir suchen nach einem gemeinsamen Freund und der wäre Krulla, Meister. Krulla, meine Güte, das verspricht dir ein großes Wiedersehen zu werden. Ich sehe ihn des Öfteren am Marktplatz. Geht einfach dort entlang. Vielen Dank euch beiden. Euch eine sichere Reise, Rudi. Okay, jetzt sind wir hier im Kloster. Und schauen uns natürlich auch im Kloster entsprechend um. Da hinten steht eine Truhe, hier steht eine Truhe. Noch eine grüne Chili. Scharfe Chili. Ich sage ja immer, scharf muss dreimal brennen. Einmal beim Rein, einmal beim Raus und einmal in den Augen der Kanalarbeiter. Gegengift. Ja, so richtig viel gibt es jetzt hier im Kloster auch nicht. Ist nochmal klar, hier ist noch ein kleines Türchen. Felsenkeller. Ach, da werde ich wahrscheinlich nachher irgendwann sowieso noch mal runter müssen. Ich gehe mal mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir da unten nachher auch irgendwie den Keller von Monster befreien sollen oder irgendwen da unten finden sollen, was auch immer. Irgend sowas in der Richtung wird kommen, ich schwöre. Dann gehen wir noch mal raus. Da will ich lang. Nee, da komme ich gar nicht unten durch. Oh, eine Frau. Hallo, junge Maid. Komme ich auch irgendwie direkt zum Marktplatz, oder? Och nee, du rennst jetzt nicht die ganze Zeit vor meiner Nase rum hier, oder? Hau ab da! Mach Platz! Ich soll jetzt nicht tatsächlich durch diesen neuen Keller da durch, oder? Na so. Oh, sperrt die mich wieder ein hier. Na, dann machen wir uns halt dann doch daran, durch den Keller da, durch dieses olle Gewölbe uns durchzukämpfen. Kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum.
Wie komme ich da jetzt zu dieser ollen Truhe? Wahrscheinlich gar nicht. Oh! Die Kiste habe ich jetzt auf der Karte gar nicht gesehen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Da ist auch noch ein Kistchen. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob es hier unten überhaupt Gegner gibt oder ob hier einfach nur die Musik spannend ist. Achso, okay, warte mal, nee, da stand eine Kiste, die hole ich mir noch. Mönchskutte. Wer kann denn die tragen, bitteschön? Die werde ich mal ihr geben. Oder ihm hier. Anlegen. Bin ich jetzt hier in der Küche oder was gelandet oder wie oder wer? Achso, ja, dann hauen wir uns mal eine Runde aufs Ohr. So ein bisschen Ruhe kann nicht schade. Kann ich hier vielleicht rein? Nö. Ich gehe mal wieder zurück in den dunklen Keller, weil ich habe da ja noch nicht alles erforscht. Ich würde fast mal vermuten, dass es hier gar keine Gegner gibt, sondern dass es einfach nur spannende Musik im Hintergrund ist. Irren wir mal noch ein bisschen durch die Kellerräume hier. Da ist noch eine Truhe. Eiskristall. So, hier ging es dann auch nochmal nach links. Es gibt hier doch Gegner. Ich werde hier das allererste Mal wirklich angegriffen. Immer mal automatisch. Warum greift ihr nicht erst das Vieh da oben an? Das ist doch viel nerviger. Edge, du bist tot. Na. Was hab ich da gekriegt? Line, wat? Line. Ach, Liane. So, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Okay, da kommen wir nicht lang. Und dann geraten wir auch noch in einen schurkischen Hinterhalt.
gut, den brauche ich so nicht angreifen. Der macht auch Abwehr. Du kannst ja auch durch Bodenangriffe. Rock'n'Roll. Och, jetzt haut er ab. Ich wollte mir gerade mal angucken, was Rock'n'Roll für ein Angriff ist. Ich denke mal, das wird dieser komische Steinregen sein, wa? Würde ich jetzt mal stark vermuten. Wie soll ich denn hier jetzt wieder rauskommen? Weil hier hinten komme ich nicht lang. Hat irgendeiner schon Eulen? Halt, warte mal, müssen wir anders machen. An die Truhe da unten kamen wir ja auch nicht richtig ran. Warte mal, nee, scheiße, wo war denn jetzt nochmal der Weg? Das sieht man auf der Map auch die. Nee, sieht man. Doch, da unten war der. Och nee, ich schwör's, ein hässliches Riesenvieh. Ich greife jetzt erstmal diese olle Pflanze hier an, weil die nämlich immer extrem nervt. Und ihr beiden sammelt einmal. Was ist das für ein Vieh, das sieht ja jetzt aus? Geht's noch? Erstmal das Vieh, du machst einmal eine Heilung auf dich selbst. Du haust mal einen Fireball raus. Und du einen Rock'n'Roll. Ist hier noch so ein Vieh oder? Ach, das ist wahrscheinlich. Diese komische große Schildkröte da wird das wahrscheinlich sein, weil die hat irgendwie den Fuß so im Boden. Sieht aus wie eine Ranke, die da in den Boden reinragt. Nicht getroffen. Ja, heil dich erstmal, Mädel. Tod. Yay, zweimal auf das Duft. Warte mal, wo war der so olle Weg? Das ging hier lang. War doch hier, ne? Oder? Ja, toll, da bin ich gerade hergekommen, ich blöde Ochse. Och, Mensch, bin ich doof. Ja, passiert halt. Und dann hauen wir uns jetzt aber auch nochmal eine Runde aufs Ohr, um uns ein bisschen zu stärken wieder. Aber wir haben wenigstens nochmal ein bisschen was fürs Level gemacht. Und ich könnte sogar jetzt hier und werde jetzt auch sogar hier den Cut machen. Denn wir sind durch mit den 20 Minuten. Wir sind ein kleines bisschen drüber wieder. Sei es drum. Ich danke fürs Dranbleiben. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken und Abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.